Herzlich willkommen zu unserem neuen Video aus Deutschland. Diese Woche werden wir zu Baumpaten. Wir campen ein paar Tage in unserer Heimatstadt. Und wir kehren nach 365 Tagen zurück nach Hause. All das und noch viel mehr gibt's nach dem Intro. Bleibt dran! Wir sind Petra und Christoph aus Hamburg. Ein Jahr verbringen wir auf kleinstem Raum mit größtmöglicher Freiheit in unserem Pössl-Kastenwagen. Unser Weg führt uns über den Balkan, durch den Kaukasus und die zentralasiatischen Staaten entlang der Seidenstraße. Auf dieser Midlife-Reise füllen wir weiße Flecken auf unserer persönlichen Landkarte. Filling White Spots eben. Wir sind in Zeulenroda und für zwei Nächte aus Puschel ausgezogen. Wir haben hier in dem Feriendorf Manoa übernachtet, genießen jetzt hier die herrliche Frühlingssonne. Als wir vor einem Jahr gestartet sind, haben wir hier unsere erste Nacht verbracht. Die haben wir nämlich auch gar nicht im Puschel geschlafen. Und als die Geschäftsleitung damals von unserer Reise erfahren hat, haben sie uns gefragt, ob wir nicht nach einem Jahr nochmal wieder hierher zurückkehren wollen. Und dazu gab es auch noch einen ganz besonderen Anlass. Das Feriendorf Manoa feiert den dritten Geburtstag heute. Und in dem Zusammenhang wird jedes Jahr der Baum des Jahres hier gepflanzt. Und ja, man hat uns gefragt, ob wir nicht Lust hätten, Baumpate zu werden. Wir durften uns dann auch einen Namen ausdenken für diesen Baum und haben uns dazu entschieden, den Baum Pamir zu nennen, weil das ja so ein bisschen das Highlight unserer Reise war. Ja, wir haben uns hier zwei Tage sehr wohl gefühlt, genießen jetzt hier noch die Frühlingssonne am Zeulenroder Meer. Unsere Fahrt nach Hause gestaltet sich so ein bisschen merkwürdig und es fühlt sich auch echt strange an. Wir sind von Zeulenroda aus gestern nach Hamburg gefahren, weil Petra heute gerne zum Arzt gehen möchte. Und wir stehen jetzt an so einem kleinen Wald auf dem Parkplatz, keinen Kilometer von unserem Haus entfernt. Ja, wie gesagt, fühlt sich so ein bisschen merkwürdig an, aber ist irgendwie auch ganz lustig. Wir erleben eine ganz lustige Zeit. Gefühlt machen wir jetzt Urlaub in der eigenen Heimatstadt, nachdem wir drei Tage im Niendorfer Gehege gewohnt haben, was wirklich kein Kilometer von unserem Haus entfernt ist, sind wir jetzt weitergezogen und haben Quartier bezogen im Hamburg-Harburger Hafen. Das ist ein Stadtteil südlich. Wie gesagt, fühlt sich total merkwürdig an, macht aber irgendwie auch Spaß. Wetter könnte ein bisschen besser sein. Nicht wirklich Frühling, sondern gefühlt eher Herbst. Aber wir lassen uns die Laune nicht verderben. Ursprünglich hatten wir geplant, jetzt schon unser Haus wieder zu beziehen.
aber unsere Mieter sind noch drin, weil die noch nichts Neues gefunden haben. Wir haben das damals überhaupt nicht bedacht, als wir vermietet haben, dass wir ja vielleicht ein bisschen Vorlauf brauchen. Und das wäre natürlich ganz schön gewesen, wenn wir ein bisschen Zeit gehabt hätten, unser Haus wieder herzurichten. Aber anyway, es macht echt Spaß, jetzt in der eigenen Stadt so ein bisschen als Urlauber unterwegs zu sein. Wir werden jetzt gleich weiterziehen, haben einen wirklich offiziellen Campingplatz gebucht, direkt an der Elbe, und werden da auf jeden Fall mindestens 2 Tage verbringen und 2 Nächte. Wir haben jetzt unseren 3. Standort in Hamburg erreicht und campen für 2 Tage auf dem Campingplatz an der Bundhäuser Spitze direkt an der Elbe. Für uns einer der schönsten Campingplätze in Deutschland, nicht nur weil er in unserer Heimatstadt liegt, sondern weil es hier einfach auch total idyllisch ist und man den Blick auf das Wasser hat und trotzdem relativ nah an der Hamburger City ist. Unser Stellplatz ist an der Spundwand. Wir haben aber schon festgestellt, dass wenn wir im Bett liegen und ein bisschen unsere Hälse recken, dass wir dann die Elbe tatsächlich sehen können.
Das war unser Video aus Deutschland. Wir hoffen, es hat euch genauso wenig Spaß gemacht wie uns. Filling Wild Spots wird es weitergeben. Deshalb abonniert unseren Kanal, drückt auf die Glocke, damit ihr uns nicht verpasst. Und natürlich ein dickes Dankeschön an euch, dass ihr dabei wart. Über 36.303 Kilometer immer an unserer Seite. Ohne euch hätte es viel weniger Spaß gemacht. Es folgen ein paar Momentaufnahmen aus einem Jahr Vanlife. Wir sehen uns in 2 Wochen wieder. Dann geht es um das Canet de Passage, denn uns haben sehr viele Fragen dazu erreicht. Die werden wir, so gut wir es können, beantworten. Also, bis übernächsten Sonntag. Tschüss. Tschüss.